Es geht los. Der erste Schütze steht bereit. Das hat er aber ganz locker gemacht. Oh ja, das war schon sehr abgebrüht. Gehalten. Ganz stark vom Torhüter. Den Schützen hat er gut ausgeguckt. Klasse Treffer. Unglaublich. Er bereitet sich auf seinen Elfmeter vor. Er macht den Elfer. Und er hält. Da hat er geahnt, wo der Ball hingeht. Super gemacht. Eiskalt verwandelt. Sehr souverän getroffen und überhaupt keine Nerven gezeigt. Ja, und schon beim Anlauf wirkte er nicht wirklich sicher. Und Tor, er behält die Nerven. Richtig souverän gemacht. Das ist fast schon ein unmenschlicher Druck. Denn nur, wenn er trifft, bleiben sie im Spiel. Elfer verwandelt. Jetzt liegt es an ihm. Trifft er, wird ein neuer Held geboren. Gehalten. Da bleibt er eiskalt, hält das Ding einfach. Unglaublich. Und gehalten! Was für ein Reflex, macht er hier richtig gut. 1 gegen 1. Schütze gegen Torwart. Trifft. Gehalten! Was für ein Torhüter! Überragende Parade. Oh nee, den Ball setzt er ein gutes Stück daneben. Da war der Druck für ihn wohl zu groß. Das kein Tor, der Keeper hält. Ja, beim Elfmeter kann der Keeper eigentlich nur gewinnen und hier tut das. Verwandelt! Er macht sich bereit, den Elfmeter auszuführen hier. Sie holen sich den Sieg in diesem Finale am Ende durch Elfmeterschießen. Aber morgen spielt das keine Rolle mehr. Natürlich war da Glück dabei, logisch. Aber Sieg ist Sieg und das ist ein fantastischer Triumph. Ich bin jedes Mal aufs Neue erstaunt, wie blitzschnell diese Keeper reagieren können und selbst richtig gut geschossene Elfmeter noch parieren. Wow, was für eine sensationelle Reaktion. Elfer pariert. So.